Auch im Sommer 2012 werden hier bei den Bregenzer Festspielen wieder viele Programmpunkte geboten werden. Hier im großen Saal wird unter anderem die Oper Solaris von Detlef Glanert als Auftragswerk aufgeführt werden. Ebenso hier im großen Saal werden 4 Orchesterkonzerte stattfinden, bei denen unter anderem die Wiener Symphoniker und genauso das Landessymphonieorchester Vorarlberg zum Einsatz kommen werden. Im Theater am Kornmarkt wird es die Kammeroper Nischinskis Tagebuch sein, die das Publikum begeistern soll. Um auch der Gegenwartskunst einen Schauplatz zu bieten, haben die Bregenzer Festspiele hier die Werkstattbühne. Zum einen das Programm Kunst aus der Zeit, wo in diesem Jahr Nico and the Navigators zu Gast waren. Zum anderen gibt es hier Schauspiel, wo Makulatur von Paulus Hochgatterer aufgeführt werden wird. Die 67. Bregenzer Festspiele widmen sich ganz den Jahren 1789 und folgenden. Das dem Gemälde Der Tod des Marat nachempfundene Bühnenbild erweckt die Französische Revolution hier am Bodensee erneut zum Leben. Lassen Sie sich verzaubern von Umberto Giordanos Meisterwerk André Chénier.